herzlich willkommen zur Vorlesung Verteilte Systeme hier an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Ich bin Gero Lückemeier und halte diese Vorlesung gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Speiser. Ich möchte in der siebten Sitzung hier über Web Services und dort insbesondere über REST mit Ihnen sprechen. Folgende Lernziele verfolgen wir hier. Zum einen sollten Sie grundsätzliche Web-Technologien und ihre disruptive Wirkung kennen. Das heißt einfach dort wissen, welche Technologien gab es. Zum Teil setzt es auf dem Wissen, was Sie aus Netzwerke mitbringen, aus der Vorlesung Nummer 4, die wir hier hatten. Die disruptive Wirkung, da gehe ich noch ein bisschen drauf ein. Dann werden wir uns danach HTTP insbesondere nochmal genauer anschauen als Webprotokoll. Das haben wir hier bisher noch nicht getan. Und wesentliche Eigenschaften verstehen, die brauchen wir nämlich im späteren Verlauf dann. Ich werde den Begriff Web Service und dessen Motivation genauer fassen, damit klar ist, warum setzt man heute eigentlich Web Services ein und was soll für uns ein Web Service sein in dieser Vorlesung hier. Und danach kann ich dann zu der Idee von RESTful Web Services kommen und zu deren Umsetzung genau über HTTP und über URIs, sodass Sie das dann nachher hoffentlich auch erklären können, was sich dahinter verbirgt. Und ich werde Ihnen auch dann aufzeigen, nachdem wir in der Vorlesung über Sockets festgestellt haben, dass es schon mühsam ist, die gesamte Kommunikation selber zu programmieren, dass andere Entwickler dieses Problem auch schon hatten und dass sie deswegen eine Art standardisierte Software einsetzen können, einen sogenannten Application Container, der es ermöglicht, dass mehrere Programme einen Port gemeinsam nutzen können und der dann einiges an weiterer Querschnittsfunktionalität übernimmt. Den Nutzen werden Sie also dann noch genauer sehen, weil wir den auch in unseren Beispielen dann regelmäßig verwenden werden, einen solchen Application Container. Und am Schluss sollen Sie natürlich über praktische Übungen, die aufsetzen auf praktischen Programmieraufgaben oder Beispielen, die ich Ihnen hier schon aufzeige, sollen Sie selber in der Lage sein, auf verschiedenen Wegen RESTful Web Services in Java entwickeln und natürlich dann mit Clients auch nutzen zu können. Das führt dann zu folgender Agenda, in der wir hier durchgehen werden. Einmal Web Services an sich, Begriff und Motivation. Im zweiten Block dann Web-Technologien, da insbesondere HTTP nochmal. URIs werden Sie ja im Wesentlichen kennen. Und danach schauen wir uns an, welche generellen Optionen es gibt, einen Web-Service technisch zu realisieren. Und dann steigen wir in die erste Option mit mehreren Varianten ein, nämlich in Representational State Transfer oder kurz REST. Da zeige ich Ihnen zuerst die Idee und danach werde ich auch einige Umsetzungsbeispiele vormachen, die Sie dann nachbauen können und auf deren Basis Sie dann weitere Übungen ausarbeiten können. Kommen wir also zuerst zum Begriff und zur Motivation hinter Web Services. Web Services können Sie auf zwei Weisen sehen. Das eine ist mal fachlich. Sie sehen den Web Service einfach als die beiden Bestandteile, einen Service, also eine Dienstleistung, irgendein Dienst muss es sein. Der wird typischerweise elektronisch laufen, denn er läuft über das Internet, also über das Web. Und der Vorteil hier ist natürlich, das ist etwas, was jedem unmittelbar einleuchtet. Die Definition ist an sich technologieunabhängig, weil hier auch das Internet mit Web gleichgesetzt wird. Sie wissen natürlich auch, dass das Internet so viel mehr ist, aber das ist aus der fachlichen Sicht hier erstmal nicht so relevant, weil man eben von der Technik abstrahiert. Nachteil ist natürlich, dass das sehr, sehr unscharf ist. Im Grunde sind da auch Dinge als Webservice klassifiziert, wo zum Beispiel Sie eine E-Mail als Anfrage schicken und dann bearbeitet im Hintergrund irgendeine Sachbearbeiterin Ihre Anfrage und schickt per E-Mail die Antwort zurück. Fachlich wäre das auch noch ein Webservice, wenn Sie es so betrachten, denn es läuft ja über das Internet. Technisch gesehen möchten Sie, dass ein Webservice einen Dienst, also einen Service über das Internet, über eine standardisierte Schnittstelle und ein standardisiertes Format zur Verfügung stellt. Wenn Sie jetzt an das Sachbearbeiterbeispiel zurückdenken, da sitzt dann immer die menschliche Komponente als Adapter drin, denn jeder wird sein E-Mail-Anliegen unterschiedlich formulieren und in Wirklichkeit ist aber hinten raus das gleiche, der gleiche fachliche Prozess, die gleiche fachliche Tätigkeit gemeint. Und das heißt,
dass Sie sozusagen als Mensch da nochmal steuern müssen und müssen das herauslesen. Das ist, wenn Sie irgendwann mal eine größere Anzahl E-Mails von Menschen eingesammelt haben, die alle dasselbe Ziel haben sollten, dann wissen Sie, dass Sie da regelmäßig nochmal drüber gehen müssen. Technisch gesehen wollen Sie also eine standardisierte Schnittstelle, ein API haben, Application Programming Interface, und darüber wollen Sie ein standardisiertes Format nutzen. Sie haben ja bei den Sockets schon gemerkt, dass die Formatfrage ganz entscheidend ist, wie erwarte ich, dass ein bestimmtes Request hereinkommt, und deswegen sollte das vollständig ausspezifiziert sein. Vorteil ist hier, dass diese Definition natürlich scharf ist und die ist auch auf dem Niveau einer Implementierung. Nachteil ist, dass Sie hier dann jetzt natürlich schon von den konkreten Technologien abhängig sind, die im Web gerade existieren, weil Sie ja darauf basieren, Ihre APIs definieren. Wenn wir jetzt den Begriff betrachten, dann gehen wir doch eher auf die technische Seite und gucken uns konkrete Technologien an, denn wir ziehen jetzt hier Definitionen heran, die von klassischen Konsortien kommen, die im Web- und Webtechnologiebereich etwas bereits standardisiert haben oder etwas zu sagen haben. Das wäre zum einen das W3C, World Wide Web Committee, deswegen W3. Und dieses Konsortium dahinter, das hat definiert eine Software-Application oder Anwendung, die identifiziert wird über eine URI. Also darüber können Sie sie eindeutig ansprechen. Sie wissen ja, jeder URI muss eindeutig zu irgendeinem Endpunkt führen. Und dessen Interfaces und Bindungen in der Lage sind, dass man sie definieren kann, beschreiben kann und entdecken kann über XML-Artefakte. Hier ist man also noch bei XML. Sie wissen auch, dass bei REST andere Dinge jetzt auch in den Vordergrund treten. Da müsste man aufpassen, dass die Definition irgendwann noch greift. Also da merken Sie genau, dass dieses Technologieneutrale nicht gegeben ist, und das werden die vielleicht auch weiter fassen. UDDI sagt eben hier eine etwas abstraktere Definition, nämlich selbstbeinhaltende modulare Geschäftsapplikationen, die offene, internetorientierte und standardbasierte Schnittstellen haben. Hier steht also keine konkrete Technologie drin. Das ist sicher mit einer deutlich höheren Lebensdauer ausgestattet. Motivation hinter Web Services. Warum wollen Sie so etwas überhaupt machen oder nutzen? Das eine ist mal, dass Webservices offen sind. Sie können also bekannte Standards nutzen, die bereits erprobt sind. Damit sind Sie erstens unabhängig von der Plattform. Das heißt, Sie bekommen Konnektivität zu den minimalen Kosten, die Sie ja heute haben, wenn Sie sich einfach ans Internet anschließen. Und dadurch, dass quasi jede Plattform bis runter zum kleinen IoT-Device heute leicht ans Internet anschließbar ist und günstig, bekommen Sie im Grunde eine komplette Plattformunabhängigkeit, denn für jede Plattform gibt es heute eigentlich einen IP-Treiber, sodass Sie sich anschließen können. Dann kommt dazu, wenn Sie dort einmal angeschlossen sind, nehmen Sie quasi automatisch an der Weiterentwicklung teil. Also wenn Ihr Internetanschluss günstiger wird, Ihre Bandbreite günstiger wird, die Latenzen besser werden und ähnliches, dann partizipieren Sie da automatisch. Und es gibt auch einen breiten Wettbewerb, wo Sie sich Internetkonnektivität kaufen können oder wie dann Ihre Pakete weitergeleitet werden. Und dadurch können Sie hier natürlich schön hochskalieren. Günstiges Entwicklungs-Know-how ist sicher auch gegeben, denn Sie sehen ja, im Grunde an jeder Hochschule wird man an irgendeiner Stelle über dieses Thema offene Standards reden und wird dort auch Programmierbeispiele machen. Das heißt, es wird viele, viele Entwickler geben, die da draußen sind und die das kennen. Und natürlich ist es auch so, dass wenn eine Technologie so verbreitet ist, dass dann es dafür auch sehr gutes Schulungsmaterial gibt und man sich die Dinge auch im Nachhinein noch relativ leicht aneignen kann. Da kommt dann also eins zum anderen und natürlich auch sehr viel Hilfe zu finden gibt. Zudem gibt es dann Netzeffekte natürlich auch durch die sehr vielen bereits angeschlossenen Marktteilnehmer. Und die sehr vielen existierenden Dienste haben Sie also natürlich einen größeren Nutzen, und es gehen immer, immer mehr Teilnehmer da drauf. Und das kennen Sie mit diesen zentralen Plattformen, da greift eigentlich fast immer dieser Netzeffekt und es gibt eine Konzentration auf wenige. Und es gibt heute auch kaum noch Netze neben dem Internet. Also früher konnte man sich im wirtschaftlichen Bereich, gerade im Automotive-Sektor, noch denken, dass es so etwas wie EDI gibt, was über ein standardisiertes eigenes Netz lief. Da mussten Sie aber Anschlussgebühren bezahlen und so weiter. Und heute tunnelt man einfach dieses EDI sehr oft über das normale Internet. Es wird also immer weiter vereinheitlicht, konsolidiert. Es gibt sehr, sehr viele existierende Dienste hier.
Diese Dienste sind dann auch kostengünstig nutzbar, allerdings oft war der Dienst erstmal dafür angeboten, dass sie einen Webbrowser nutzen, weil man davon ausgegangen ist, dass Unternehmensanwender vielleicht die Schnittstelle nicht selber bauen können. Und dann bietet man halt irgendeine Art Web-Oberfläche, HTML-Formular an und da trägt jemand das ein. Gleichzeitig heißt das natürlich immer, dass dann der Sachbearbeiter auf der anderen Seite entweder händisch arbeiten muss oder sie müssen von Client-Seite aus dieses HTML-Formular auseinandernehmen. Das heißt, wenn Sie da reagieren wollten und nehmen wirklich dieses Formular auseinander, dann müssen Sie jedes Mal nachsteuern, wenn der Anbieter diese Oberfläche auch nur technisch verändert, mögen Sie gar nicht unbedingt sehen. Und deswegen möchten Sie eigentlich hier standardisierte Schnittstellen haben, die automatische Verarbeitung gestatten. Und wenn Sie auf den Webservice- und API-Bereich gehen, dann haben Sie ja genau solche Schnittstellen. Und damit können Sie wesentlich stärker integrieren, die Unternehmen verzahnen entlang der Wertschöpfungskette und erreichen damit dann wirklich diese Erfolge, dass sie schneller sind und dass sie die Netzeffekte unter vielen angeschlossenen Marktteilnehmern besser nutzen können. Im zweiten Teil kommen wir jetzt zu den Grundlagen, zu der eigentlichen Web-Technologie. Da gucken wir mal kurz auf die Zeit vor dem Internet. Wie haben Sie denn dort diese Datenübertragung gelöst? Entlang der Lieferkette, entlang der Wertschöpfungskette. Ich hatte es eben schon erwähnt. EDI hatte zum Beispiel ein eigenes Netz. Dort hohe Anschluss- und Betriebskosten. Früher haben Sie sich über dedizierte Leitungen dann jeweils bei bestimmten Peers eingewählt und haben dort dann die Daten abgegeben. Das war aber hochproprietär. Sie mussten genau wissen, wo wähle ich mich ein, wie gebe ich die Daten ab und so weiter. Sie hatten niedrigere Datenraten und sie mussten natürlich sich von diesen proprietären Protokollen mussten sie sich jedes Mal anpassen in den eigenen Systemen, auch an neue Lieferanten oder neue Kunden, sodass da regelmäßig hohe Kosten entstanden und natürlich dauert es auch entsprechend, das in der Entwicklung anzupassen. Bei diesen proprietären Datenformaten hat man damals natürlich auch wegen der schmalen Bandbreiten oft eben binäre Daten transportiert, die möglicherweise besser zu packen, zu komprimieren waren. Und das war aber wiederum natürlich für menschliche Personen schlecht lesbar. Und zudem war dann eben auch kaum Dokumentation da. Und sie mussten sich eben wirklich auf jeden Partner einzeln anpassen. Es zog also nicht nur hohe Kosten nach sich, sondern zog eben auch nach sich, dass es eine Weile dauert. Mit Web-Technologien, Basis, das wissen Sie schon, ist das Internetprotokoll IP. Da findet nun genau diese Zusammenschaltung statt. Sie haben ja diese Protokoll-Sanduhr gesehen, dass IP auf seiner Ebene im Grunde heute fast allein ist und alles andere darauf aufsetzt oder sich nur darunter verzweigt Richtung physische Netzinfrastruktur, die dann unterschiedlich ausfallen kann, drahtlos, drahtgebunden und so weiter. Die erste umfassend genutzte Technologie war damals E-Mail. Einlieferung hat man damals über Simple Mail Transfer Protocol, kurz SMTP, gemacht. Abholung damals über POP3, Point of Presence Protocol 3. Heute nutzt man in der Regel das Internet Mail Access Protocol IMAP, hoffentlich natürlich jeweils in sicheren Varianten, also zum Beispiel als IMAP-S. Aber das lassen wir jetzt hier eher unbetrachtet, dafür gibt es ja die eigenen Vorlesungen über IT-Sicherheit. Das ist für uns hier bei verteilte Systeme auch nicht relevant. Weitere frühe Technologien, die es gab, File Transfer Protocol, kurz FTP, um Dateien zu übertragen. Für die Interaktion gab es Telnet, später dann ersetzt durch SSH Secure Shell, die also auch verschlüsselt arbeitet, während Telnet unverschlüsselt arbeitet. FTP, da haben Sie vielleicht mitbekommen, der Niedergang dieses Protokolls. Google hat es aus Chrome jetzt explementiert, weil sie gesagt haben, der Nutzungsanteil ist so verschwindend gering. Die meisten Leute laden heute die Dateien über HTTP herunter und HTTP ist nicht so effizient wie FTP, aber halt eben deutlich verbreiteter. Der revolutionäre Umbruch ausgehend von diesen Technologien kam dann genau durch die Einführung dieses Webbrowsers Mosaic. Und man hat ab da über dieses WWW, was die Idee war des Tim Berners-Lee am CERN, am Institut in Genf, wo sie ja den LHC betreiben und auch einiges andere an Forschungsinitiativen auf den Weg bringen,
Die Idee war jetzt, sie betrachten alle Dinge als Ressource und sie bieten eine grafische Möglichkeit, diese Ressourcen anzusteuern. Und zwar haben sie eindeutige Ressourcenbezeichner, das ist genau dieser Uniform Resource Indicator, URI. Manchmal sprechen sie auch von Uniform Resource Locators, kurz URL. In Java finden sie viele Interfaces, die auf URL enden, die URL Connection und so weiter, die sie hier eröffnen können. Die Datenübertragung selber, die geschieht über HTTP, das Hypertext Transport Protocol, das wir uns im Folgenden auch noch näher anschauen. Und die Darstellung dafür hat der Tim Berners-Lee dann eben damals dieses Hypertext Markup Language mit diesem besonderen Feature der Links sich ausgedacht. Wir nutzen dort eingebettet im Web im Grunde zwei Sprachen, gerade wenn wir jetzt von automatischer Verarbeitung ausgehen. Der Tim Berners-Lee hatte mit dem HTML angefangen. HTML war letztlich eine Sprache in der damaligen Form, die gegenüber einem sauberen XML einige Unsauberkeiten zuließ, einige Unsauberkeiten duldete, und die Browser waren dann darauf gebaut, das trotzdem interpretieren zu können. Jetzt wissen Sie aus früheren Vorlesungen, wie zum Beispiel Programmieren 2, dass XML da sehr strikt ist, dass Sie dort eben auch eine sogenannte XSD formulieren können, eine Extensible Schema Definition, und gegen die können Sie ja direkt validieren, ob ein XML gültig ist, und diese XSD liegt ja wiederum auch in XML vor. XML ist die Basis vieler heutiger Markup-Sprachen, aber XML hat eben relativ lange Tags, dadurch werden die Dateien umfangreich, und das ist etwas, was zum Teil als Hinderungsgrund gesehen wird. Vorteil eben bei dieser internen Konsistenzprüfung: es gibt heute, weil XML so verbreitet ist, tatsächlich dedizierte Software dafür, also XSLT-Prozessoren, die XML auch von einem schema-konformen Standard in den anderen umwandeln können. XML-Daten, die Sie dort reingeben, da müssen Sie nur für den XSLT-Prozessor einmal den passenden Regelsatz definieren, und für viele gängige Umwandlungen finden Sie den heute auch online, wenn Sie mal suchen, weil ja viele andere Entwickler dieses Problem auch schon hatten. Daneben steht, was heute vermehrt zum Einsatz kommt, die JavaScript Object Notation, kurz JSON, spezifiziert in zwei konkurrierenden Standards, ECMA 404 und dem RFC 8259. Das unterscheidet sich leicht für den Teil, den wir jetzt hier verwenden. Sollte dieser Unterschied für Sie nicht fühlbar sein, aber man sollte sich gewahr sein, wenn man eine bestimmte Library vielleicht nachher auch nimmt, um JSON sich anzuschauen, um das zu parsen, dass dann man drauf schaut, dass die Library passt zu dem, was Sie gerade verarbeiten wollen. JSON ist eigentlich eine Syntax-Konvention für ein Datenaustauschformat. Sie wollten hier im Grunde, so wie Sie bei RMI in der Lage waren, Java-Objekte zu verschicken, wollten Sie hier JavaScript-Objekte verschicken von einem JavaScript zum nächsten. Dafür war es ursprünglich gedacht. Und das heißt, diese Instanzen, die tauchen dann auf als strukturierte Daten. Inzwischen gibt es auch eine Meta-Beschreibungsmöglichkeit, also ähnlich wie diese XSD, über dann sogenannte JSON-Schema. Und inzwischen, weil JSON sehr verbreitet ist, gibt es Parser eben auch für viele, viele andere Sprachen, natürlich auch für Java, dort dann sogar verschiedene zur Auswahl. Da muss man sich anschauen, welches der geeignetste ist. Wie ist JSON aufgebaut? Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Der JSON-Inhalt ist ein Objekt oder ein Array mit beliebig hierarchisch oder nebeneinander geschachtelten Einträgen. Und die Einträge sind immer solche Name-Wertpaare, jeweils in Anführungszeichen. Und Sie sehen in der Mitte hier das Beispiel, ein Quiz zum Beispiel. Da haben Sie ein Quiz-Element. Darunter haben Sie dann dieses Element Maths und da bestimmte Fragen. Die Frage jeweils haben Sie wieder mit einem Question-Element, und dann dieser Choice beinhaltet ein Array, das sehen Sie hier über diese eckigen Klammern. Und das Array ist genau diese Auswahlmöglichkeit und dann kombiniert mit der passenden Antwort, sodass Sie eine kleine JavaScript-Quiz-Applikation hier ohne weiteres bauen könnten, die genau diese Auswahlen präsentiert und prüft, ob Sie die Antwort wirklich gewählt haben. Sie sehen, dass JSON hier, weil es anders als XML eben diese Tags nicht außenrum hat, sondern nur in Anführungszeichen geschweifte oder eckige Klammern,
wesentlich kompakter daherkommt als XML. Die Frage ist dann aber eben etwas schwieriger zu validieren, ob das Ganze korrekt ist. Wenn Sie gucken, ich habe Ihnen hier mal von JSON.org daneben noch diese Syntaxdiagramme gehängt, wie eigentlich ein Array oder wie ein Object hier aussieht und wie Sie einen Wert angeben können. Das Array sehen Sie hier genau über diese eckige Klammer und dann beliebig da drin Werte jeweils Komma separiert. Die Objekte selber, die beinhalten dann genau diese Strings und dann jeweils einen Doppelpunkt und dahinter den Wert. Und wenn Sie unten auf Werte schauen, Werte können eben wieder ein String sein oder eine Zahl oder ein weiteres Objekt, was Sie dort einschachteln, dann eben wieder über geschweifte Klammer und so weiter. Das sehen Sie ja hier. Beispiel dieses Quiz, was ein Objekt Maths da drin hat. Und alternativ natürlich auch ein Array eingeschachtelt, das sehen Sie hier genau bei dieser Choice. Oder dann eben die boolschen Literale True und False oder auch die Null. Schauen wir uns jetzt an, über welche Protokolle Sie solche Inhalte, XML oder JSON oder auch natürlich Plaintext ganz klar transportieren könnten. Das HTTP-Protokoll. Wesentliche Eigenschaft bei HTTP ist, dass es zustandslos ist. Also Sie haben typischerweise jede Anfrage von Client zu Server isoliert. Der Server betrachtet die einfach einzeln, schickt eine Ressource und ist wieder fertig. Dadurch ist das Ganze natürlich sehr, sehr leichtgewichtig. Request des Clients, Antwort des Servers und die Sitzung ist beendet, sobald der Server diese Antwort geschickt hat. Neue Requests erzeugen dann jeweils neue Verbindungen. Da sehen Sie natürlich, dass bei heutigen großen Websites dann schnell auch mal, gerade wenn Werbung eingebettet ist und ähnliches, auch mehr als 100 Verbindungen zustande kommen. Vorteil, dass der Client diese zum Teil parallel abfragen kann dann. Nachteil, dass jeder Verbindungsaufbau natürlich wieder Latenz kostet. Dort setzen eben gerade auch Protokolle wie HTTP/2 an und bieten die Möglichkeit, dann mehrere Ressourcen in eine einzige Verbindung doch hineinzupacken, also bündeln zumindest etwas. Abhilfe, wenn Sie jetzt doch einen Zustand transportieren müssen, das Einfachste wäre natürlich, Sie schicken jede relevante Information wieder mit jedem Request mit. Dann müssen Sie sich nur Gedanken machen, wer was lesen kann. Sie wissen ja, dass die Metadaten eines Requests erstmal unverschlüsselt sind. Wenn Sie also das Ganze einfach in einen Request-Parameter hineinpacken, dann kann im Grunde jeder das Ganze abgreifen, außer Sie verschlüsseln diese Informationen, die Sie in den Parameter reinpacken. Ansonsten kann aber jeder draußen mitlesen, was Sie dort mitschicken. Die andere Variante ist, Sie nutzen zusätzliche Features, also speichern Sie zum Beispiel Cookies, Datenkekse, kleine Datenkrümel, die vom Server auf den Client übertragen werden. Der Client speichert diese zwischen. Und die vom Server ausgelieferte Software, also Beispiel ein JavaScript, kann dann regelmäßig auf diese Cookies zugreifen. Oder der Client schickt die Cookies innerhalb des Requests auch wieder mit. Beide Varianten sind denkbar. Und darüber halten Sie dann eben doch einen Status. Wie sind jetzt HTTP-Nachrichten innen drin aufgebaut? Sie haben eine gewisse Struktur. Sie haben einen Header. Und dieser Header beinhaltet zum einen die sogenannte HTTP-Methode, da kommen wir gleich noch drauf, dann die eigentliche URL, die abzurufen ist, und dann die HTTP-Version. Da war jetzt jahrelang üblich HTTP 1.1, wie gesagt, zum Teil sehen Sie heute HTTP 2. Die eingetragenen Parameter, die sind im Grunde fast ein bisschen wie bei JSON. Sie übertragen Name, Doppelpunkt, Wertpaare und da können Sie Metainformationen hinterlegen, zum Beispiel wann schicken Sie das, welche Antwortart können Sie verarbeiten, also können Sie nur Plaintext verarbeiten, können Sie HTML verarbeiten oder vielleicht auch JSON, welchen Inhaltstyp wünschen Sie sich, welches Format wünschen Sie sich. Dann da drin spielt natürlich noch eine Rolle, zum Beispiel die Zeichensätze, also die Codierungen. Brauchen Sie Plain ASCII, nehmen Sie UTF-8, was heute üblich ist, oder. Sie wissen, dass mit den deutschen Umlauten da regelmäßig Probleme entstehen, wenn die Codierung die falsche ist, weil dann eben das Mapping dieser höheren Zeichen nicht mehr passt, dieser deutschen Umlaute. Zudem können Sie dort mitliefern oder manche Server wollen es auch gerne auslesen, welche Client-Plattform eigentlich zum Einsatz kommt, um sich dort drauf einzustellen.
Und darunter, das sind jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele, darunter kommt dann der Body mit den eigentlichen Daten, mit der eigentlichen Nutzlast. HTTP kennt jetzt verschiedene Methoden. Die wesentlichen 8 hier sind erstmal Get, Post, Put und Delete. Das sind eben genau Get fragt nach einer Ressource, Post erzeugt eine neue Ressource, Put aktualisiert den Zustand einer Ressource und Delete löscht eine Ressource. Dazu gibt es dann auch Head. Ich möchte nur mal über den HTTP-Header eigentlich mitbekommen. Passen wir hier zusammen? Wie ist denn meine HTTP-Version? Wie sind denn meine Metadaten? Kann ich hier vom Server wirklich passende Daten bekommen? Und um dann hier Bandbreite einzusparen, Volumen einzusparen, können Sie mit Head als Client also nur den Header anfordern und schauen, wie es ist. Trace ist quasi das Echo, liefert also das gesendete Request direkt zurück. Das können Sie zum Beispiel verwenden, um mit einem kleinen Request eine Roundtrip-Zeit zu bestimmen, also wie lange läuft denn dieser Request vom Client zum Server und wieder zurück. Diese Roundtrip-Zeit, das wissen Sie ja noch, war für andere Dinge wie zum Beispiel Zeitsynchronisation von Bedeutung. Dann Options kann Ihnen detailliert sagen, was der Server eigentlich alles unterstützt. Und über Connect können Sie tatsächlich so eine Art Tunnel nutzen, wodurch Sie dann andere Daten schicken. Sie kennen das vielleicht zum Teil, dass in manchen Netzen eingeschränkt nur Port 80 nutzbar ist, in Hotelnetzen zum Beispiel, weil die File-Sharing unterbinden wollen. Es wäre aber möglich, mit einem passenden Server als Gegenstelle, der eben auf Port 80 oder 443 eigentlich eben doch keine HTTP-Seiten ausliefert, wäre es, oder HTML-Seiten ausliefert hinter dem HTTP, wäre es natürlich möglich, hier beliebige Inhalte rüber zu schicken, denn was Sie konkret schicken, hängt ja nicht an der Nummer des Ports, sondern hängt daran, was die beiden Seiten vereinbart haben. Und deswegen gibt es eben explizit die Möglichkeit, zu einem TCP-IP-Tunneling, also einen Tunnel aufzumachen und darüber beliebige andere Sachen zu schicken. Wie sieht jetzt so ein HTTP-Request aus? Hier ein Beispiel, ich möchte ein GET machen, das ist mein HTTP-Kommando oder auch Verb genannt teilweise in HTTP. Ich möchte die Datei /index.html, da wissen Sie, dass das typischerweise per Vereinbarung die Haupt- oder die Startseite ist und habe als Protokoll HTTP 1.1 ausgewählt, habe hier einen generellen Header, den ich eintrage, wo zum Beispiel eben das Datum drin stehen kann, Connection, also die Verbindung soll direkt danach wieder geschlossen werden. Und dann habe ich die konkreten Request-Header, welchen Host nutze ich oder möchte ich ansteuern, von wo komme ich gerade, da kann man eine E-Mail-Adresse zum Beispiel hinterlegen, welche Formate kann ich akzeptieren, da sehen Sie hier die beiden Beispiele Text, HTML, was ja typischerweise ein Browser bevorzugt nehmen würde und diese Komma-Liste, die repräsentiert sozusagen absteigende Präferenz. Das heißt, am liebsten HTML und wenn das nicht lieferbar ist, dann gib mir wenigstens einen Plain Text, einen unformatierten Text zurück und dann kann der Server entscheiden, was kann ich denn liefern und wird versuchen, jeweils das Früheste aus dieser Liste zu bedienen. Und als User Agent haben Sie dann eben zum Beispiel einen Browser. Da wissen Sie, dass manche Browser auch erlauben, sich zu tarnen und einen anderen Browser-String mitzuliefern, damit es entsprechend läuft. Und Sie könnten hier jetzt noch weitere Informationen transportieren, sogenannte Entity-Headers, die also zum Teil dann auch fachliche Informationen beinhalten könnten schon, aber die wesentliche Nutzlast, die steckte dann in dem Body. Etwas irritierend, das habe ich aber nur gemacht für das Beispiel hier, dass der Body hier klein ist. Meistens ist die Nutzlast, das was Sie an Daten transportieren wollen, im Body natürlich viel, viel größer als im Header, aber weil ich Ihnen hier noch keine konkrete Nutzlast zeige, deswegen habe ich hier dann dem Header mehr Platz eingeräumt, damit Sie sehen, wie das ungefähr strukturiert ist. Wie sähe eine Antwort darauf aus? Da schickt der Server die HTTP-Version auch zurück. 1.1, dann den Status 200. Der Status 200 übersetzt sich in OK. Das ist der Status, den Sie natürlich hoffen zu sehen. Es gibt für den Status hier noch mehr Standardcodes. 300 irgendwas sind Redirections, also Umleitungen. Da macht man sich genau dieses Konzept des Links als Server zunutze und sagt, lieber Client, ich habe nicht direkt das, was du suchst. Das befindet sich jetzt unter einem anderen URI und surf doch bitte mal dorthin. Und die meisten Browser werden diesen
Weiterleitungen automatisch folgen. Besonders stark sehen Sie das, wenn Sie heute dann irgendwo Zahlungen durchführen und Sie werden dann dreimal weitergeleitet, weil jeder Zahlungsdienstleister das Ganze irgendwie nochmal an einen Spezialisten abgibt. Da ist ja auch Sicherheit ein großes Thema, sodass dann die Zertifizierungen aufwendig sind. Deswegen betreiben viele Unternehmen das ja nicht selber. Die Frage ist, ob das für den Nutzenden dann noch durchsichtig ist, ob er hier wirklich gerade seine Zahlungsinformationen auf der richtigen Seite eingibt, weil man normalerweise ja aus IT-Sicherheitsgründen immer sagt, surfen Sie die Seite selber an. Das können Sie hier dann nicht, finde ich stellenweise etwas problematisch, aber da kommen Weiterleitungen eben in größerem Stil zum Einsatz. Und dann gibt es diesen Bereich 400 irgendwas Probleme, die auftreten ganz oft, das werden Sie kennen, diesen Code 404, not found, also die Ressource, die Sie suchen, die ist einfach gar nicht mehr da. Es wird heute oft über eine andere Statusseite verbrämt oder Sie werden gleich woanders hin weitergeleitet. Aber im Grunde steckt dann erstmal dieser HTTP-Code 404 dahinter. Und ganz selten, gerade bei Server-Applikationen, aber beim Programmieren wird es Ihnen jetzt wahrscheinlich das ein oder andere Mal passieren, sehen Sie Server-Probleme, dass also auf der Serverseite irgendwas schief läuft. Wenn wir nachher Java programmieren und unser Programm auf dem Server abläuft, dann werden Sie sehen, wenn Sie dort eine Exception produzieren, dann wird Ihnen genau der Webserver mit dem Client der Anfrage zurückmelden, 500 Internal Server Error, und wird diese Exception zurückmelden. Also da werden Sie wahrscheinlich die 500 manchmal sehen. Oft liefert er noch aus, welche Art Webserver sich hier verbirgt. Datum natürlich auch, das ist klar, aber welche Art Webserver? Früher hat man hier auch die Versionen mitgeliefert, das passiert heute nicht mehr. Erstens sind die Webserver hinreichend stabil, ein Apache ist jetzt seit wahrscheinlich etwa 30 Jahren im Markt und sehr reif. Und zum anderen boten die Versionen teilweise natürlich Hinweise darauf, welche Sicherheitslücken dort präsent sein könnten. Und deswegen aus IT-Sicherheitsgründen liefert man da heute nichts mehr mit. Man liefert zudem mit, wann wurde diese Ressource zuletzt modifiziert, also wann hat zuletzt jemand was dran geändert. Das gibt dem Client vielleicht auch einen Hinweis, wie aktuell ist das. Man kann auch mitschicken, wie lange die Ressource gültig ist, dass der Client weiß, muss ich nochmal anfragen oder nicht. Dann sehen Sie im Header, wie viel Content, welcher Body kommt jetzt hier. Und da sehen Sie jetzt, dass der Body im Verhältnis zum Header doch sehr groß sein kann, weil der Body hier oder der Content insgesamt 43 Kilobyte groß sein soll. Und was Sie hier oben sehen, ist ja nicht mal annähernd auch nur 1 Kilobyte. Und Content Type sehen Sie hier, der Server war in der Lage, uns wirklich HTML auszuliefern, so wie wir uns das gewünscht haben, und liefert dann jetzt hier ein klassisches HTML-Dokument aus, so wie Sie sich es auch anschauen können bei jeder Webseite, die Sie aufrufen, wenn Sie dort einfach mal im Browser rechtsklicken irgendwo auf den Hintergrund der Seite und wählen aus Seitenquelltext anzeigen, da können Sie sich ja HTML beliebig anschauen. Welche Nutzlast dann hier genau drin steckte, das habe ich mit 3 Punkten hier mal offen gelassen, weil wir ja kein nennenswert großes Beispiel uns hier angeschaut haben bisher. Im folgenden Schritt werden wir dann jetzt dazu übergehen, uns mal anzuschauen, wie man so etwas umsetzen kann und wie REST funktioniert, damit ich Ihnen auch ein Beispiel zeigen kann. Und da werden Sie sehen, wie geschickt man die HTTP-Kommandos ausnutzen kann.